Was auf den ersten Blick nach Abschied aussieht, ist noch gar kein richtiger. Wobei, aus dem Hallenwettbewerb müssen sich die Spieler des Mannheimer HC nach der unglücklichen 4:5 Niederlage gegen Rot-Weiß Köln schon verabschieden. Wir alle hatten da Bock drauf gehabt, wir wollten ja richtig durchstarten und mindestens auf jeden Fall ins Finale kommen. Haben uns viel vorgenommen und klar, weil uns war sicher, dass heute ein schwieriges Spiel wird, es wird knapp. Trotzdem ist es sehr bitter, dann so knapp auszufliegen. Nach der Saison steht aber noch ein weiterer Abschied an. Hallenchef-Trainer Matthias Becher wird den MHC ebenso verlassen wie auch sein Co. Michael McCann. Mit dem Unterschied, der Australier wird den Mannheimern auch nach der Feldsaison als Offensivkoordinator des gesamten Vereins erhalten bleiben. Doppeltorschütze Patrick Harris hat schon eine konkrete Vorstellung, wie er das Trainerduo nach der Sommersaison am liebsten verabschieden würde. Hoffentlich eine Meisterschaft, das wäre geil. Aber erstmal müssen wir dorthin kommen. Das ist der erste Schritt und dann gucken wir mal natürlich. Bevor es aber wieder raus aufs Feld geht, wollen die MHC-Jungs das Aus erst einmal sacken lassen. Zu aufwühlend waren die Schlussminuten, als kurz vor dem Abpfiff nach dem diskussionswürdigen Einsteigen gegen Tim Hase der Pfiff ausblieb. Gesprächsbedarf gab es da allemal. Wir hätten vielleicht einen Zehner kriegen können, also müssen. Und einfach so die Kleinigkeiten. Vielleicht hätten wir bei diesen 50-50-Contesten ein bisschen aggressiver sein können und da mehr gewinnen. Und am Ende war da ein enges Ergebnis und leider halt nicht für uns. 3 Wochen kriegen die Mannheimer jetzt frei, bevor es dann wieder rund geht. Wir starten ja relativ früh in der IHL, internationaler Wettbewerb. Da wollen wir ja bestenfalls mal ins Finale kommen, das wäre cool. Und das wäre dann auch ein cooler Abgang für Mike McCann und Matthias Becher. Um das zu schaffen, müsste aber erst einmal Club Egara aus Spanien besiegt werden. Das Duell findet am 10. April statt.